Leute, wenn meine Berechnungen nicht komplett falsch waren, dann wurde vorhin der neue Brawl Talk mit einer Premiere angekündigt. Und morgen kommt der neue Brawl Talk und das neue Update wird angekündigt. Und in dem heutigen Video werde ich euch vorstellen, was wir bereits jetzt über den neuen Brawl Talk und das Update wissen. Dieser Skin hier, das ist tatsächlich ein Gratis-Skin. Aber das ist nicht das Einzige, was hier auf diesem Bild sehr verdächtig Richtung Kit aussieht. Ich denke, dass es nach all den Jahren jetzt endlich so weit sein könnte, dass wir Kit ins Spiel bekommen. Trage jetzt bei dir im Brawl Stars Shop Creator-Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Ja Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Heute, oh mein Gott, heute kommt ein richtig krasses Video. Ich will mal ganz kurz am Anfang erwähnen, wenn jetzt gerade eben nicht der Brawl Talk angekündigt wurde mit einer Premiere, dann ist dieses Video hier das peinlichste Video, was ich seit langem hochlade. Denn ich nehme einfach jetzt mal an, dass gerade eben eine Premiere für den Brawl Talk angekündigt wurde. Ich habe wahrscheinlich auch extra von 13 bis 14 Uhr mit euch gemeinsam auf die Premiere gewartet. Deswegen, ich hoffe mal, das Ganze war jetzt hier nicht umsonst. Ich will euch heute in diesem Video alles vorstellen, was ihr wissen müsst, falls morgen ein Brawl Talk kommen sollte, beziehungsweise was ihr alles zum Update wissen müsstet. Und ich werde euch heute die krassesten Infos vorstellen, die ich jetzt schon mal habe. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, um kein neues Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Checkt doch gerne mal meinen zweiten Kanal aus, den Kevin Spielt Kanal. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Also Leute, starten wir erstmal mit den wichtigsten Infos, wo man eigentlich schon ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass morgen ein neues Update angekündigt wird. Also, Punkt Nummer 1. Wir schauen einmal ganz kurz hier in den Brawl Pass rein und schauen, wann die neue Season beginnt. Die neue Season beginnt jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, in 17 Tagen und 13 Stunden. Das entspricht tatsächlich dem 7. November um 10 Uhr. Dort sollte die neue Season starten. Am 31. Oktober ist tatsächlich Halloween. Das heißt, Halloween und die ganzen Änderungen rund um Halloween finden vor Beginn der neuen Season statt. Und der 30. sind tatsächlich mit dem 31. in Finnland so ein bisschen Feiertage. Das heißt, man kann da schon mal sagen, dass dort sehr wahrscheinlich nicht gearbeitet wird. Und wir wissen aus der Vergangenheit, Supercell möchte vor solchen besonderen Daten, sei es irgendwie Weihnachten oder Halloween, bisher war es in der Vergangenheit immer so, dass dort die Brawl Talks ein Wochenende davor online gegangen sind. Also in dem Fall morgen am 22.10. Was das Ganze nochmal unterstreicht, ist tatsächlich, dass die Stage-Server geupdatet wurden. Da seht ihr jetzt hier mal ganz kurz den Post von CLB vom 14.10. Und sie haben geschrieben, dass die Stage-Server geupdatet wurden. Und das passiert in der Regel immer nur kurz vor einem neuen Brawl Talk. Und dadurch, dass letztes Wochenende der Brawl Talk nicht gekommen ist, ist es eigentlich quasi hundertprozentig sicher, dass jetzt morgen dann der Brawl Talk kommen müsste. Ebenfalls ist tatsächlich in Amerika in dem Google Play Store schon dieses Brawl Stars Icon aufgetaucht. Wir haben hier tatsächlich das Halloween Brawl Stars Icon, so wird es höchstwahrscheinlich aussehen. Ist so ein kleiner Fehler, der wahrscheinlich Supercell unterlaufen ist. Sieht ganz witzig aus, einfach mal das Brawl Stars Icon in so einem witzigen Gespenst. Auch noch eine weitere Sache, die das Ganze hier unterstreicht, dass der Brawl Talk kurz vor der Tür steht. Aber wenn jetzt der Brawl Talk kommt, Kevin, was erwartet uns denn? Also schnallt euch wirklich an, es sind wirklich echt richtig geile Sachen. Und ich werde euch auch gleich einen richtig coolen Brawler als Konzept vorstellen. Aber wir fangen erstmal an. Die allererste Sache, die schon mal ganz fix vorgestellt wurde, ist tatsächlich der Skin zu der Brawl Stars Weltmeisterschaft. Ich denke, wenn morgen der Brawl Talk kommt, dann werden wir hier zu dem Skin nochmal alles weitere erfahren. Dieser Skin hier, das ist tatsächlich ein Gratis-Skin. Um diesen Skin hier zu bekommen, müsst ihr tatsächlich die Brawl Stars Weltmeisterschaft schauen. Da habe ich tatsächlich in diesem Video hier schon einmal drüber gesprochen, wie man Gratis-Geschenke im Brawl Stars aktuell bekommen kann. Tatsächlich funktioniert es mit demselben Prinzip vom letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir ja tatsächlich diesen Banditen Jesse-Skin hier bekommen. Und diesen Tara-Skin kann sich jeder von euch dann jetzt demnächst erspielen. Ich werde euch da nochmal genauer, wenn wir Richtung Brawl Stars Weltmeisterschaft
Meisterschaft kommen und wenn diese Votings etc. eröffnet werden, werde ich euch nochmal ganz genau erklären, wie ihr diesen Gratis-Skin hier bekommen könnt. Ihr seht hier tatsächlich auch nochmal die offizielle Ankündigung von der Brawl Stars Weltmeisterschaft. Die findet tatsächlich vom 25.11. bis 27.11. einfach mal im Disneyland Paris statt. Leider hat mich Supercell nicht eingeladen, aber ich werde das Ganze dann von zu Hause verfolgen. Soweit ich das weiß, sind Pookie, Jonas und Lukas, die wurden alle eingeladen. Ich leider nicht, dafür alle mal Hashtag trauriger Kevin in die Kommentare. Aber das war nicht das Einzige, was jetzt schon mal sehr brisant ist, was ihr wissen müsst. Am 18. Oktober wurde auf Twitter dieser Post hier rausgehauen. Wenn du dir die Roadmap ansiehst, die wir im letzten Brawl Talk vorgestellt haben, auf welche Feature freust du dich am meisten? An sich eigentlich ein sehr einfaches Bild. Ihr seht dieses Bild jetzt auch einmal in groß hier eingeblendet. Wir sehen einmal in der Mitte den guten Mr. P. Wir sehen auf der linken Seite einmal einen guten Brock, der sich hier die Roadmap anguckt und einfach mal schaut, was jetzt hier demnächst so passiert. Im Hintergrund ist noch einmal die gute Colette und dann haben wir hier eine Haustür. Schaut jetzt mal hier im Vergleich. Ihr seht einmal hier links den guten Squeak und schaut euch mal das Logo an, was auf der linken Seite neben seinem Knochen ist. Das ist ja das Kit-Logo, was wir alle kennen. Und hier auf der rechten Seite seht ihr einmal diesen Türgriff. Der sieht doch schon mal diesem Kit-Symbol relativ ähnlich. Aber das ist nicht das Einzige, was hier auf diesem Bild sehr verdächtig Richtung Kit aussieht. Ihr habt richtig gehört, lange haben wir nichts von Kit mitbekommen. Aber wir schauen mal ein bisschen weiter hoch. Guckt mal über dieser Uhr auf dem Dach. In der Mitte sehen wir tatsächlich einmal einen Schatten von einer Katze. Und links sehen wir noch eine Katze. Und das ist nicht alles, Freunde. Wir sehen unten links tatsächlich auch nochmal einen Karton. Und dieser Karton ist erstmal relativ uninteressant. Wenn man aber den Hintergrund von so einem Karton kennt und das Ganze jetzt mit einer Katze in Betracht zieht, habt ihr vielleicht schon mal von der Schrödingers Katze gehört. Ihr seht jetzt mal hier ganz kurz ein Bild von einer Katze in einem Karton eingeblendet. Ich gehe zwar nicht im Detail darauf ein, was Schrödingers Katze ist, googelt es einfach mal, ist so ein bisschen was aus der Physik. Auf jeden Fall glaube ich, dass dieser Verweis hier, beziehungsweise dieser Karton unten links nicht umsonst platziert wurde und dass wir nicht umsonst diesen Türgriff haben, der sehr an das Kit-Logo erinnert und nicht umsonst, dass oben auf dem Dach einfach mal so eine Katze steht. Ich denke, dass es nach all den Jahren jetzt endlich so weit sein könnte, dass wir Kit ins Spiel bekommen. Ihr seht jetzt hier nochmal zwei Konzepte eingeblendet, die ich auch schon mal vorgestellt habe. Einmal Konzept 1, wo wir so eine Katze haben mit so einem roten Umhang. Sieht sehr cool aus. Und Konzept 2, wo tatsächlich Kit so ein bisschen als Mitstreiter von Ruffs dargestellt wird. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches dieser beiden Konzepte ihr cooler findet. Die habe ich beide, wie gesagt, auch schon mal in einem Video vorgestellt. Es wäre unglaublich krass, wenn eins dieser beiden Konzepte wirklich jetzt demnächst ins Spiel reinkommt. Und ich bin der Meinung, dass wir noch nie kürzer davor standen, dass der lange angekündigte Brawler Kit endlich ins Spiel kommen wird. All I want is, all I want is, all I want is, all I want is.